Leute, ne, und damit herzlich willkommen zur heutigen Folge. Ja, heute ist der silberne Rathalos dran. Letztes Mal golden Rettern, jetzt der hier. Wird hier überhaupt nicht schlimm, ne? Ich nehme mal die Amalpentex wieder hier oben mit. Kannst ja schon mal eine Schlafkutte neben den stellen. Und ich hoffe, dass wir diesmal bessere Fotos kriegen als bei der Rettern. Da haben wir beide nur missgeschossen. Hier auf jeden Fall die Fotos vom Rathalos. Erstmal den Kai ins Gesicht brüllen, so kennen wir das. Und dich vergiften. Man darf nicht vergessen, die sind beide Giftkönige. Nur die Rettern ist noch mehr Giftkönig. Willst du die Viecher aufflammen? Ach, hast du dann schon. Ja, der läuft noch voll rein. Er wollte uns einfach gönnen. So, da, wo man besser den Rücken trifft. Und ich... warte mal. Stell dich mal zu den Katzen, bitte. In eine Reihe. Ich denke mal, einen Boost mitzunehmen, wenn man schon die Möglichkeit hat, ist nicht verkehrt. Ja, macht durchaus Sinn. So, ich mach Selbstmordkommando. Wenn man die Möglichkeit hat, das reinzuschießen. Ach, du solltest mich nicht wegschlagen. Ich dachte, es würde funktionieren. Ich weiß, dass früher faules Fleisch manchmal gegen ihn funktioniert hat. Deswegen habe ich es mal mitgenommen. Achtung, ich habe mir wie immer die Anti-Mate-Rüstung beziehungsweise die Anti-Mate-Waffen. Du hast wieder die, hast wieder Streu. Wenn drin. Ich Streu dabei haben kann, dann nehme ich Streu mit, weil das echt gut zum Teile brechen ist. Auch wenn es Mist für die Kameraden ist. Um es harmlos auszusprechen. Es ist eine absolute Quälerei mit dir zu spielen, wenn du sowas benutzt. Aber es macht Schaden und bricht die Körperteile gut. Okay, das war ein geiler Feuersturm. Das bitte einmal von der Seite, bitte. Danke. Ja, gerne nochmal. Feuer nochmal auf ihn, dann kann ich von der Seite ein Foto machen. Hallo? Wieso triffst du nicht? Er war in der Luft, deswegen habe ich ihn jetzt aus Versehen runtergezogen, statt ihn gegen die Wand zu schleudern. Na, passiert. Ich habe dich gerade so gesehen von einem Angriff gerettet. Ich weiß nicht, ob du mich gerettet hast oder ob er mich da rausgeschossen hat. Nee, ich habe dich mit der Streumuni vorher getroffen. Ne, Silberscherbe. Nein, Streu. Ich habe sie in mein eigenes Gesicht geschossen, weil er seinen Flügel über mich gehalten hat. Doch gelaufen. Untergehende Sonne! Oh. Und Feuermodus. Aggressionsmodus meinst du wohl? Sag bloß, die prallen an dieser untergehenden Sonne auch ab. Kannst du das machen, wenn ich nicht dein Target bin? Ja, sowas ähnliches denke ich mir auch die ganze Zeit. Oder zu mir gucken, wenn du so eine Feueraktion bringst. Das wäre sehr angenehm. Ich musste mich leider verteidigen. Ich musste den Laser... ich musste den Feuerstoß leider mit meinem Schwert teilen. Kannst du mittlerweile den Konter eigentlich? Du hattest da ja anfangs Probleme mit. Ich habe ja den Konter gar nicht mehr drin. Ich habe ja die Heiligscheiden-Kombo drin. Noch ein zweites gutes Foto. Wo sind meine Seilkäfer? Ich glaube, den habe ich gerade eingesteckt. Den kann immer nur einer einstecken. Ich vergaß. Ich habe mir einen von der Wand gefischt. So, ich versuche ihn reitbar zu machen. Das kann ich ja mit der untergehenden Sonne. Dafür ist die da. Mach du mal. Ich versuche gerade. Ich bin nicht reingesprungen.
so Gift und Feuer gleichzeitig abzubekommen, war meiner Gesundheit nicht zuträglich. Kenne ich noch vom Espinas. Und jetzt bin ich gestunt. Jetzt will er mich echt ärgern. Okay, ich kann dich nicht mit der Spezialmunition aus der Betäubung rausprügeln. Ich hab's versucht. Falls du es gesehen hast. Okay, ich konnte nur den ersten Angriff blocken. Der macht so viele Angriffe, als dass ich sie kontern kann. Bin tot. Ja, und da konnte ich auch mit meinem Lebenspulver nicht mehr gegenziehen. So schnell war ich nicht auf dem Pulver. Du schaffst das, ich glaub an dich, ich feuer dich von hier oben an. Kommst da runter jetzt. Okay. Macht doch hier nicht die ganze Arbeit für dich. Da flog eine Lehmkröte an mir vorbei. Ja, könnte sein, dass die von meiner Katze kam. Aber sie hat ihn nicht gejuckt. Komm, bleib stehen, danke. Er hat noch nichts gebrochen bisher. Warte mal, warum mache ich es nicht einfacher? Feuer. Oh, komm noch mal ein Stück näher. Perforieren funktioniert nur aus der Nähe. Ach komm. So schnell kann ich nicht reagieren. Danke, das hat mir gerade den ganz leicht weg. Oh, Frost. Frost auf ihm drauf, danke. Damit komme ich wenigstens. So, ich habe meine 3 Fotos verballert, jetzt muss ich überleben. Warum nutze ich die hier eigentlich nicht? Gern geschehen. Jetzt kannst du auf ihn drauf prügeln. Dreh dich mal eben ein Stück. Ich will auf deinen Kopf. Danke. Das hat es nicht wirklich genutzt. Der hat eigentlich schon mega viel abbekommen, was ihn umwerfen sollte. Beziehungsweise reitbar. Ist das auf blau gekommen? Ich dachte, du hast keine Wasserwaffe dabei. Ja, ich hab Wasserschwert. So, mach das doch. Hilfe! Hilf dir selber. Ich würde es ja gern, aber er ist anderer Meinung. Im Ernst, wie hat er mich jetzt gestunt? Er hat mich nicht mehr berührt. Funktioniert das auch so noch? Nein. Alter, wie willst du denn noch abbekommen? Oh, Katze, Lebensretter. Schlagverfehler. Wo kommt die Donnerfest her? Stolperschocke. Aber es. Die linke Wand hast du schon vorbereitet, ne? Ja, ich hab. Vorne auf der Ecke habe ich. So, einmal nachschärfen. Wenn ich noch auf weiß war. Als ob ich den nicht genug Ding bekommen habe. Gut, ich hab gerade seinen ganzen Körper treffen können. Ich wollte den ja noch so drehen, dass ich ihn wenigstens da noch in die Wand schleudern kann, aber ich habe ihn nicht gedreht bekommen. Da tut's mir leid, Leute. Na, passiert. Kann man nicht ändern. Ach komm, jedes Mal verkackt mir die Blitzbombe meinen Hieb. War nicht meine Absicht, ich wollte es eigentlich sogar so leichter machen. Aua.
Der hat heute echt was gegen mich, ne? Scheinbar. Ich bin nur am Heilen heute. Wenigstens einen Schlag konnte ich kontern. Kann ich nicht heilen. Ich hab gerade meinen Fisch im Mund. Nicht du, meiner. Ich war vom Witz gestunt. Und war deswegen gerade wie auf dem Präsentierteller. Noch getroffen. Gut. Oh nö, geh weg. Ich mag das nicht, wenn du so drauf bist. Achso, ich habe gerade Frost drauf. Ich dachte, ich hätte noch Detonation. Ich will verhandeln! Das war kein guter Winkel. Wie auch immer mich das nicht getroffen hat, als ich mich verhalten bin. Davon machst du ein Foto. Also ich wollte es eigentlich auch. Natürlich, wenn du auf die Fresse kriegst, machst du ein Foto davon. Und die Zuschauer schön für dich stimmen. Natürlich. Das hat zwar beim Espinas nicht funktioniert. Da habe ich aber auch ein zu gutes Foto gemacht von der Explosion. Aber beim Daimyo hat es funktioniert. Ist halt schwer, in deren Köpfe reinzugucken, welches Foto denen jetzt am ehesten gefällt. Wie auch immer der mich noch getroffen hat. Ich mit in die Falle gezogen. Ja, danke, dass du rauskommst. Das gibt mir die Möglichkeit, deinen Schwanz noch anzugreifen. Oh, der arme Pantex. Hat dich doch nicht gerettet. Ja, mich hat das Gift dann herumgebracht. Der ist schlimm. Er ist deutlich unangenehmer als die Radian drauf. Die Reizheim war schon schlimm. Hui. Bis ich das überstanden habe. Nur dank Ausweichen. Nur dank Ausweichsprung. Hier, was zu essen für dich. Ich weiß, was du denkst. Der verprügeln und uns, er will ihn auch noch füttern. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, dass ich nicht viel spreche in diesem Kampf. Das erfordert gerade alles an meine Konzentration, was möglich ist. Lotz da rein! Wollte aber nicht. Ich hack dir den Schweif ab. Ein Flügel. Den wollte ich eigentlich nicht haben, aber meinetwegen, dann nehme ich den. Aua. Lass mich! Ich muss heilen! Der kommt gerade übelst in mich rein. Das weißt du, was ich eben abgekriegt habe. Ja, deswegen bin ich schon zweimal verreckt, weil der in mich reingekommen hat. Na los, komm her. Komm her, wenn du dich traust. Heute nur zu, da ist sie. Ich muss jemanden in meiner Leiste erstmal suchen. Kannst du dich mal da reinsetzen? Ach, da steht eine Falle. Danke. So, die Flüge sind hinüber. Als ob das sein Kopf nicht gebrochen hat. Habe ich zwei Teile gebrochen? Falsche Richtung, du Hund. Du warst Half-Life. Ich dachte, ich rette dich mal zur Abwechslung. Der Konterschuss war eine schlaue Entscheidung. Wow, meine Katze stellt eine Feuerbombe auf. Das ist gerade auch so praktisch, Katze. Stell lieber Fallen auf. Oder mach zumindest Wasser.
Bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen, bleib liegen. Im Ernst, als ob das den Schwanz nicht abgetrennt hat. Das waren 3000 Schaden, die nur auf den Schwanz gegangen sind. Ich habe ihn gerade 1200 in den Flügel gejagt. Wo kam denn die Lärmkröte jetzt her? Merlin hat sie geballert. Ah, nicht genug aufgeladen. Okay, 4 Detonationen im Rücken. Och, lass mich doch mal! Ich hab doch schon ein schweres Leben. Die Spinne war wieder da. Könntest du eine Wand aufladen? Jo, gib mir eine Sekunde. Diesmal versuche ich es auch richtig. Ich nehme die, die auf Feuer getrimmt ist, von drüben. Die sind beide auf Feuer getrimmt. Die zentrale. Die so. Nicht in der Ecke liegt. Kommst du her? Ist nah genug. Willst du den Schweif noch versuchen abzutrennen? Ich arbeite dran. Weil wenn er bei mir ist, dann ist er gefangen. Ich gehe das Risiko nicht ein. Da, kannst du haben. So, schnell ab looten und dann verstecke ich mich hinter der Falle. Außerdem im Kopf ist alles gebrochen. Das nehme ich mit. Bevor wir hier drauf gehen. Die 20 Sekunden, die wir danach zur Verfügung haben, müssten eigentlich reichen, dass du zur Not auch noch ablooten kannst. Oh, der war schlimm. Kannst du den Schweif noch gönnen? Ja, ich laufe gerade in die richtige Richtung. Ich musste mich an der Karte orientieren, weil ich die Fangszene noch hatte. Ich könnte dich jetzt ärgern mit meiner Munition. Aber dann haust du mich. Okay, Leute, das waren die DLC-Mods. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit denen. Es dauert jetzt ein bisschen erstmal, bis wieder Folgen kommen, weil wir da auf die DLCs warten. Eine haben wir noch, ne? War da noch eine? Ja, eine kommt noch. Ah, okay, dann entschuldige ich mich für das, was ich gesagt habe. Da kommt noch ein Monster. Aber bis zum nächsten Mal dann erstmal. Tschüss.